herzlich willkommen wieder auf diesem Account. Es gibt diesmal kein Lernvideo, sondern wieder ein Interview, diesmal mit Maria Panzer, die einen großartigen Blog betreibt, auf dem sie, ich glaube, Fotos macht, Rezepte aufschreibt und vieles mehr. Stell dich doch mal vor, was machst du da genau? Ich kreiere Rezepte. Wenn die Rezepte dann einigermaßen passen, probiere ich sie aus. Wenn sie dann schmecken, nein. Doch, also du kreierst sie selbst? Ja, hauptsächlich. Okay, krass. Also ich nehme das Grundrezept und variiere es dann so weit, bis es das ist, was ich eigentlich möchte. Okay, also dazu muss man sagen, immer wenn es was wird, klopfe ich an. Maria ist nämlich meine Nachbarin und dann kriege ich ab und zu mal auch ein leckeres Stückchen Torte. Das letzte Stück, was ich gekriegt habe, war zum Beispiel dieser Spekulatiuskuchen, der ja auch auf Instagram und so ganz gut angekommen ist. Genau. Und also wie funktioniert das? Du hast dann ein Rezept schon im Kopf oder was machst du? Oder liest du quasi Rezeptbücher? Wie funktioniert das? Das ist ganz unterschiedlich. Beispielsweise nehmen wir jetzt diesen Spekulatiuskuchen. Da bin ich spontan drauf gekommen. Das war die Adaption von einem Dessert, das meine Mutter früher gemacht hat. Und dann stand ich in der Küche und dann hatte ich die Idee, da mache ich jetzt halt meine Torte draus. Läuft aber nicht immer so. Ich beschäftige mich halt den ganzen Tag eigentlich mit Backrezepten, weil ich beruflich bei Sweet Dreams arbeite, eine Backzeitschrift. Das passt super gut, weil ich zum Beispiel beschäftige mich fast den ganzen Tag mit Essen. Nein, aber, okay. Sweet Dreams, okay, Entschuldigung. Genau. Sweet Dreams. Und da sehe ich super viel Bilder, lese super viel Rezepte und dadurch entstehen halt dann immer wieder neue Ideen. Was ich selber machen könnte, ja. Also zum Beispiel das hier. Also man kann es jetzt nicht, natürlich könnt ihr es jetzt nicht feststellen, aber es ist wirklich wahnsinnig lecker. Wobei gerade in der Pause, als wir den Rest des Kuchens schon gegessen haben, du gesagt hast, dass du dich überraschen lässt. Du lässt dich wirklich überraschen danach, ob es was wird oder nicht. Also man kann, anders als beim Kochen, kannst du beim Backen ja vorher nicht direkt wissen, wie es wird. Oder man kann den Teig essen, ne? Ja, aber der schmeckt ja oft anders. Und auch wenn der Teig lecker ist, kann der Kuchen komplett in die Hose gehen. Dadurch ist Backen eigentlich immer ein kleines Glücksspiel. Und wenn die Fotos schön geworden sind, und der dann auch noch gut geschmeckt hat, dann landet er halt auf Marylicious. Ansonsten nicht. Meine Frage ist jetzt natürlich, du hast einen ganz anderen Blog als ich. Natürlich irgendwie, ich schreibe irgendwie über Schulkram, du übers Kochen, also bei dir Kochen und Backen. Ja, aber vor allen Dingen Backen! Also, Backen. Wie bist du da dran gekommen? Wie kam es, dass du dann Fotos gemacht hast, dass dir das Spaß gemacht hat und dass du das dann auch ins Internet gestellt hast? Fotografiert habe ich schon ganz lange vorher. Und als ich angefangen habe zu studieren, konnte ich minimal backen und minimal kochen. Habe ich daheim nie gebraucht. Mutter hat immer lecker gebacken und gekocht. Und irgendwann habe ich mir am Ende des ersten Jahres meine erste Backform gekauft. Moment, die Story ist eigentlich ganz ein anderer. Aber dadurch ist aus meinem Kochblog ein Backblog geworden. Ja, okay. Und davor hattest du schon einen Kochblog? Andersrum. Die Sache ist, also eigentlich habe ich angefangen, weil ich für Domi ein Kochbuch gemacht habe und dafür alles fotografiert habe. Ja, ich habe das gesehen, man kann sozusagen dein Kochbuch kaufen. Ja, mein Backbuch. Dein Backbuch. Mein richtiges Backbuch, das kann ich ja holen. Ach so, ja. Muss ich aber nicht. Das kauft ihr alle dann, oder? Ja, okay. Ja, genau. Nee, also ich habe ein richtiges Backbuch mit einem Verlag zusammen gemacht. Aber zum Bloggen bin ich gekommen, weil ich für meinen Freund ein kleines Kochbuch gemacht habe, weil der von daheim ausgezogen ist und ich wollte, dass er sich gesund ernährt. Und jetzt nicht von Fastfood. Cool. Und deswegen habe ich alles, was ich irgendwie innerhalb von einem Monat gegessen habe, fotografiert. Und dann habe ich das Essen halt weiter fotografiert. Das ist echt super. Ich meine, wenn ich alles fotografieren würde, was ich esse, dann hätte ich den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Aber es hört sich sehr vernünftig an. Ja, also eher gekochte Gerichte. Okay. Jetzt Snacks zwischendurch nicht, weil
Naja, cool. In einem Kochbuch. So, jetzt noch die zwei wichtige Fragen. Erstens, du bist ja eine Journalistin. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig, aber ja. Ja gut, aber ist das so cool, wie es sich anhört? Oder ist das einfach nur auch viel Arbeit? Viel Arbeit auf jeden Fall. Aber es ist halt schön, sich den ganzen Tag mit den süßen Seiten des Lebens zu beschäftigen. Mehr muss ich nicht wissen. Also jetzt ist es ja so, du machst diesen Blog, du fotografierst, du gibst Kurse, du kochst, backst und das sind ja unheimlich viele Talente. Was würdest du sagen? Hat die Schule deine Talente irgendwie gefördert? Gab es da irgendwas, wo du sagst, das hat mir auch Spaß gemacht? Oder war Schule eher sowas, Gott sei Dank, war es vorbei, zu Ende? Sagen wir so, Deutsch war immer mein schlechtestes Fach, bis ich in die Oberstufe gekommen bin. Okay. Da hatte ich dann eine ziemlich gute Lehrerin, bei der hat es mir Spaß gemacht, bei der dürfte ich kreativ schreiben und keine Gedichtserörterungen oder, Gedichtserörterungen geht nicht, Gedichtserörterungen. Ja, ich höre schon gar nicht, ich höre nichts. Nein, aber bei der habe ich dann voll Bock bekommen zu schreiben. Und durch die bin ich jetzt wirklich überhaupt erst in dem Bereich gelandet, in dem ich jetzt arbeite. Weil ich schreibe ja auch viel auf Arbeit. Ich beschäftige mich den ganzen Tag eigentlich auch mit der deutschen Sprache. Hätte ich mir, als ich glaube ich in der 8. oder 10. Klasse war, nie träumen lassen. Das heißt, du musst ja auch richtig dann ganz genau gucken, kommt dieses Komma dahin? Wie kann ich den Satz umstellen? Okay, also du hast gesagt, eine gute Lehrerin. Was ist denn ein guter Lehrer? Das vielleicht nochmal so für den Kanal einfach so. Ein guter Lehrer, vor allem auch im Deutsch, ist jemand, der einen für das Fach begeistern kann. Die Inhalte nicht zu trocken rüberbringt. Okay. Und die das interessant macht einfach. Ja, die, okay. Interessant. Ja, ne, klar, auf jeden Fall, kann ich mitleben. Ist bei mir auch immer so. Immer. Du hast ja gerade schon gesagt, deine Deutschlehrerin hat dich sehr beeinflusst. Machen wir es aber mal andersrum. Was für einen Tipp hättest du denn vielleicht jetzt an Schüler, die sagen, oh, ich würde gerne dieses oder das machen und traue mich vielleicht nicht oder so? Hab keine Angst davor. Weil, man muss wirklich anfangen, selber an sich zu glauben und den Traum oder das Ziel, was man hat, versuchen über längere Zeit zu verwirklichen. Und es ist klar, dass man nicht von Anfang an mega einen Erfolg damit haben wird. Passiert eigentlich, ich glaube, in den seltensten Fällen. Einfach dranbleiben, das auch, wenn möglich, nebenher machen oder halt, ja, auch mit mehr Zeit. Nee, also halt ja, klar. Dranbleiben und versuchen, das einfach weiter zu verfolgen, mit Leidenschaft dran zu bleiben und irgendwann wird's dann. Und wie man was mit Leidenschaft verfolgt und auch noch was richtig Gutes bei rauskommt, das könnt ihr dann schauen, wenn ihr den Merylicious Blog anschaut. Das wird hier unten irgendwo in der Beschreibung sein. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Und sorry, wir müssen jetzt los Kuchen essen. Herzlich willkommen mal wieder auf dem Kanal. Damit ihr nicht jedes Mal diese Lernvideos sehen müsst, habe ich diesmal was jemand Geiles. Herzlich willkommen. Entschuldigung, Maria. Zum Abschluss, du hast gerade schon gesagt, dein Deutschlehrer hat dich da irgendwie beeinflusst. Du hast gerade ja schon gesagt, dann Deutschlehrerin. Zweite Frage, süße Seiten des Lebens, mit denen beschäftige ich mich natürlich auch.